So, meine Freunde, ich begrüße euch mal wieder. Heute ist ein besonderer Tag. Honigkuchenpferd strahlen ist da. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Wir gönnen dem Daily mal wieder neue Felgen. Ihr wisst ja, ich habe euch das Fahrzeug schon mal vorgestellt mit der neuen Optik. Das Video blende ich euch, verlinke ich euch nochmal hier rein. Das könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Da seht ihr, wir hatten vorher drauf, wie ihr ja alle wisst, hatten wir vorher die BBS CAR Motorsport drauf. Waren richtig geile Felgen. Allerdings hatte ich da ein bisschen, ja, nicht missgebaut, aber ich war da noch ein bisschen unerfahren. Und jetzt haben wir uns ein Felgendesign gegönnt, Freunde. Da kippen wir aus den Latschen. Also ich auf jeden Fall, ich freue mich da ultra drauf. Ich bin so gespannt, wie das aussehen wird. Hier ist es jetzt an der Kulisse ein bisschen windig. Wir sind gerade hier in Dortmund bei Felgdoktore, Mr. Reifen. Und ja, es ist hier einfach sehr, sehr windig. Deswegen würde ich sagen, ich nehme die Felgen, ich packe sie in den Kofferraum. Das Auto ist so, wie es jetzt gerade ist, sehr, sehr schmutzig. Das heißt, wir fahren dann noch schön durch die Waschstraße. Dann montieren wir die Felgen und dann gibt es ein Update, Freunde. Dann gucken wir uns die ganze Geschichte an. Und ich freue mich so auf die Optik. Ich glaube, das wird so zerbersten, ehrlich. Und ich bin dann auch einfach wirklich auf eure Meinung gespannt, was ihr sagt. Ob das eher ein Upgrade war oder ein Downgrade. Lassen wir uns einfach überraschen. Wir gehen jetzt bei Mr. Reifen rein, schauen uns, also holen die Felgen ab und dann melde ich mich später einfach in der ruhigeren Kulisse wieder. Bis gleich. So, Freunde, next step. Wir haben die Felgen im Auto. Und jetzt fahren wir durch die Waschanlage. Jetzt wird es gleich ein bisschen laut. Kurzes Update einfach nur, weil jetzt können wir mit den alten Winterrädern, können wir hier noch ganz bequem durch die Waschstraße fahren. Mit den neuen Rädern möchte ich nicht durch die Waschstraße fahren. Der eckt dann überall an und nachher kommen dann Macken in die Felgen. Ja, jetzt machen wir das Auto natürlich schön sauber, weil sonst hätte ich ihn euch nicht zeigen können. Beziehungsweise das Gesamtergebnis wäre nicht so schön gewesen. Jetzt fahren wir erstmal durch die Waschstraße, knallen gleich die Felgen drauf und dann geht's los. So, Leute, lustige Story. Wir fahren hier gerade durch die Waschstraße. Und ein Mangel anscheinend hier, der jetzt auch beim A6 erscheint. Undichtes Schiebedach, ja? Also was ist das undichtes Schiebedach? Ich glaube, der Ablauf vom Schiebedach ist ein bisschen verstopft und wenn dann richtig viel Wasser von der Waschstraße kommt, dann tropft es halt rein und wer abbekommen hat, ist mein Beifahrer. Lutscher. Bist du ein bisschen nass geworden? So ein Marschlecken. Auto wasch nie mich. Naja, Freunde. Weiter geht's, ab in die Halle. Was sagen Sie zu der Situation? Auto gewaschen, Vater inklusive. Papa, hast du in die Hose gemacht? Dreimal. So, meine Lieben, hier sind wir in der Halle und guckt euch das an. Das darf man mal so machen. Okay. Ich bin geil. Ich könnte das Ding nehmen, ne? Ich könnte das bespringen jetzt. Okay. Aber dann wäre das Video plus 18, FSK 18. Und dann müsste ich das bei Jo woanders hochladen. Deswegen, auf jeden Fall bin ich... Ich bin ultra geil. Guckt euch das mal an. Das schimpft sich Black Crow. Irgendwie so. Also es ist... Eine Art Hochglanzverdichtet, aber ich habe eine Felge gesehen neben einer Hochglanzverdichteten. Und kennt ihr, Hochglanzverdichtet sieht dann so aus wie dieses billige Plastik China Chrom. So sah das aus. Und da habe ich direkt gesagt, nein, ich will das haben. Ich will genau das haben. Ich habe mich sofort verliebt in diese Art von Pulverbeschichtung. Und wie man sehen kann, das Endergebnis ist einfach nur komplett krank. Ich bin super zufrieden. Das ist richtig super geworden. Man kann die Schriften wieder richtig gut erkennen. Die waren ja vorher zugekleistert mit irgendeiner Scheißfarbe. Und ja, neue Deckel mussten wir uns hier holen. Haben auch mal eben Fuffi gekostet, ne? Dann die Pulverbeschichtung. Und was ich jedem nur raten kann, wer sich gebrauchte Felgen holt, da muss man muss schon investieren, ne? Man muss sich das vor Augen halten. Man hätte die jetzt einfach entlacken können, Pulver beschichten können. Schrott. Diese Felgen hier zum Beispiel mussten richtig gerichtet werden, weil da richtig Höhenschlag war und richtige Unwuchten. Und deshalb wurden die komplett gerichtet und dann erst Pulver beschichtet. Ne? Also drei Phasen, entlacken, richten und dann Pulver beschichten, das kann ich jedem nur raten. Weil im Endeffekt, was bringt es dir, wenn du dann die frischen Felgen drauf schnallst, sie eine richtige Unwucht haben und du wieder alles von neu machen kannst. Schrott. Ja, zwei neue Schlappen haben wir drauf, ich hätte mal lieber vier geholt. Egal, ich muss jetzt noch welche nachbestellen, weil die sind auch nicht mehr so schön. Die wurden schon öfter gepflegt, ich habe gedacht, ich könnte nur eine Saison mit dem Baller. Egal, da wir eh nur ein Schillerfahrzeug haben und ich... Bei diesem Auto, er ist mein Daily, es hat nichts mit Performance zu tun, habe ich mich für die Achilles entschieden. In 20 Zoll, super günstig. Zwei Reifen, 120 Euro.
Da kaufe ich jetzt einfach nochmal zwei neue Schlappen. Ey, zum Chillen reicht das top. Ich würde jetzt damit nicht auf den Ring knallen oder durch Kurven räubern, ne? Aber so zum Pampers-Bomber, zum Chillen, optimaler Reifen. Braucht man nichts anderes, finde ich. Lang genug gequatscht, ich schnall die Dinger jetzt mal drauf und dann gucken wir mal, was los ist. Bin ich gespannt, was du sagst. Okay. Ich warte auf diesen Moment seit Monaten. Drei? Du bist zu schnell. Boah, Junge, Alter. Boah, das ist jetzt der Bergsturm, ne? Das sieht einfach krank aus, ne? Die Felge ist komplett krank. Das macht einfach ein ganz anderes Auto draus, ey. Du musst jetzt mal reden, weil die Felge ist einfach so offen komplett, ne? Ja, man sieht eigentlich gar keinen Reifen. Man kann so komplett so durchgucken. Also das ist natürlich jetzt optisch geil, ne? Das ist jetzt voll auf Optik. Das hat jetzt nichts mit Dingen zu tun, mit, sag mal schnell, mit Performance, ne? Wobei ich schon fast sagen würde, dass der Reifen ein bisschen zu klein ist, oder? Ich würde... So der Querschnitt halt hier. Jetzt nicht der Stretch. Der Stretch ist gut, aber hier die Höhenflanke, ne? Mhm. Was haben wir denn hier? Ich muss noch mal eben nachschauen. Ich weiß es gerade gar nicht, aus dem gerade auf dem Kopf. 235, 30, 20. Du hast 235, das ist die Breite. Und dann hast du 30, das hier ist die Flanke. Und ich glaube, ein 35er wird ihm ein bisschen... 235, 35, 20 würde ich schon fast sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich davor drauf hatte. Ich meine 40. Das waren ja so Ballon-Dinger, ne? Ja, der war ein Ballon, aber jetzt hier geht ein bisschen unter der Reifen, ne? Ja. Ich glaube, das wirkt mehr, wenn der Reifen auch ein bisschen mehr da ist. Ja, dann ist die Felge natürlich ein bisschen größer. Aber so sieht schon sehr schick aus. Ja, ich glaube echt. Also ich glaube, der Reifen ist ein bisschen zu. Ich nenne es jetzt einfach mal zu dünn. Ne, damit wir uns einfach darüber jetzt gerade unterhalten können. Der ist ein bisschen zu dünn, würde ich sagen. Ich habe vorher die BBS CRM Motorsport drauf. Da war ein Ballonreifen drauf. Da kam die Felge überhaupt nicht zur Geltung. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir voll auf die Fresse. Jetzt, weil der A6 aber so ein großes Auto ist, geht es jetzt halt hier so ein bisschen unter, würde ich sagen. Ne? Vor allem echt jetzt bei jedem Schlagloch, wenn du irgendwo den Schlagloch fährst, hast du direkt die Felge gefunden. Ne? Hast du direkt die Felge gefunden? Ja, ich glaube, da müssen 35er drauf. Gib mir mal eben dein Handy. Ich guck mal eben, was die Reifen, wie die stehen hier. Hier ist der Nankang, hast du dann zum Beispiel, der kostet 1,80. Ja, hier hast du zwei Nankang für 153. Ja, wie gesagt, Felge fetzt komplett, aber ich glaube, der Reifen ist einfach ein bisschen zu dünn. Da muss ein 35er Schlappen drauf. 235, 35, 20. So. Das sind jetzt 30er. Das ist ein bisschen zu dünn. Ja. Wie wir sehen, es ist ein nicht ausgehender, lernender Prozess. Letztes Mal hatten wir Ballonreifen drauf, jetzt haben wir zu dünne Reifen drauf. Dementsprechend ist das Rathaus jetzt ja. Macht ja nichts. Die Reifen, die kriegen wir hinten gut verkauft. Jetzt können wir erstmal so fahren. Dann kaufe ich nochmal 4 neue Schlappen. Und dann tun wir die drauf. Ziehen wir die um und dann haben wir aber perfekt stimmiges Design. Mit Spurplatten war ich ja auch erst am Kämpfen. Wie wir die Spurplatten nehmen. Aber das steht eigentlich ganz gut. Wenn du von hier guckst, musst du einmal die Flucht entlang gucken. Wenn du hier die Flucht guckst, also die Felgen stehen auf jeden Fall perfekt im Radkasten. Das ist super. Mit der Einpresstiefe sind wir gut bedient. Ja, müssen wir jetzt nur nochmal neue Reifen kaufen, aber macht ja nichts. Lassen wir die nochmal umziehen und dann wissen wir wenigstens, was wir haben. Aber kann man sehen, so schnell kann man sich verkalkulieren, ne? Bei so einem kleineren Auto hätte das jetzt richtig gescheppert. Aber der A6 ist zu groß. Wie gefallen euch die neuen Felgen? Gebt mir mal einen Kommi. Und ob ihr auch der Meinung seid? Seid ihr auch der Meinung, dass die Reifen ein bisschen zu dünn sind? Dass ich 35er holen soll? Würde mich mal interessieren. Ich bin auf euren Rat und auf eure Meinung gespannt und werde die wie immer natürlich berücksichtigen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Macht es gut.
gonna burn it down.